Einen schönen guten Abend. Ich bin hier in Mülheim an der Ruhr. Und zwar an der B1. Wir haben gleich 20 Uhr. Noch knappe 20 Grad. Und es ist am Mittwochabend. Die Sonne geht unter. Es war heute ein wolkenloser Tag. Ein sogenannter Frühlingstag. Wir haben ja Frühling. Das ging jetzt doch recht fix mit dem Frühling. Die Blüten an den Bäumen. Hier geradeaus führt die B1 Richtung Essen und die Gegenrichtung also Richtung Ratingen. Was für ein verwunschenes Vorgärtchen, Eingangstür. Schön, mit Licht. Wunderbar. Und ob da noch jemand drin wohnt? Doch, die Rolllade bewegt sich, da wohnt noch jemand drin. Die Tramin-Tankstelle. Hier sind drei Tankstellen auf einem Stück. Da drüben ist eine Praxisklinik. Eine Polsterei. Leder- und Treibriemenfabrik. Ein laues Lüftchen weht. Im Moment ist die Verunsicherung bei den Geschäftsleuten groß. Irgendwie scheint keiner mehr durchzublicken.
die Kunden, die Click-and-Meet-Termine gemacht haben, nehmen diese nicht wahr. Andere würden gerne, haben aber keinen Test und wissen gar nicht, dass sie einen Schnelltest brauchen. Und schon gar nicht einen, den sie zu Hause selber gemacht haben, sondern einen Schnelltest von offizieller Stelle. Die Jet-Tankstelle. Hier fängt das so an, dass man Wohnmobile und Caravans kaufen kann. Und das geht in die andere Richtung, also hinter mir, ziemlich massiv weiter. Können wir irgendwann auch mal langlaufen, falls ich nicht vorher stolper und mir das Genick breche. Wow, der ist aber schön. Ha? Herrlich. Super. Hier gibt es also unglaublich viele Wohnmobile, Caravans und so weiter. Alle möglichen Marken, sofort zum Mitnehmen, neu, gebraucht. Also wirklich irre. Wenn man sowas sucht, hier zur B1 kommen, Zeit mitbringen, die braucht man. Das da drüben ist Hümmer. Hier haben wir McDonald's. Da staudet sich bei der Drive-Thru. Gehen wir später rüber. Hier zum Beispiel. Das ist jetzt hier die Straßburger Allee. Und die laufen wir jetzt noch ein Stück lang. Parallel zu uns in dieser Richtung befindet sich die Düsseldorfer Straße. Und das ist hier die Einkaufsstraße. Da bin ich ja schon das ein oder andere Mal hergelaufen. Überall sieht man jetzt die Blütenbäume. Geht jetzt ganz massiv los. Ich habe das Gefühl, das wird jedes Jahr schneller. Vom Winter in die warme Jahreszeit. Also ich meine, als ich ein Kind war, das kann jetzt sehr subjektiv sein, was weiß denn ich. Aber da war das im April noch ziemlich uselig.
Man konnte von Glück sagen, wenn man im Mai mal annehmbare Tage hatte. Und damit meine ich jetzt nicht so Hochsommertage, sondern nicht mehr so kalt. Ein bisschen trocken. Selbst im Juni war es sehr oft verregnet. ...34.000 gelaufen. Vollausstattung. Jeep Wrangler. Aber was nützt es wettertechnisch irgendwelchen nebligen Erinnerungen nachzuhängen? Es ist, wie es ist. Das muss man halt auch so nehmen. Und vielleicht versuchen, mit seinen Bordmitteln das Klima zu retten, wie es irgendwie nur geht. Also ich rette das nicht alleine. Hier ist übrigens der Holländer. Der ist super. Er ist total klasse. Er ist auch super nett. Die alte Sennfabrik. Noch eine Jet-Tankstelle. Aber wenn jeder so ein bisschen beiträgt mit dem Klima, dann ist das natürlich schon eine Menge. Hier ist die Pottbude. Was mag das sein? Sieht aber irgendwie verlassen aus. Oder vielleicht täuscht das. So, die Sonne ist untergegangen. Hier haben wir die Pizzeria Fungi. Und hier drüben ist der beste Döner in der Pizzeria. Da haben wir es, Trattoria. Wo ist der Unterschied zwischen Trattoria und Ristorante? Den muss es ja geben. Das hat mir auch schon mal jemand erklärt. Ist aber lange her. Und ich habe es vergessen. Immerhin weiß ich, dass mir das jemand mal gesagt hat. Das ist ja schon mal viel wert, finde ich. Und wenn ich gleich noch nach Hause finde, ist alles okay. So, hier kann man sich für zu Hause
einen Pool kaufen. Ganz schön groß, ne? In der Water World. Da sieht man noch Heimwerkerhof Menzen. Der ist aber Geschichte. Den gibt es da nicht mehr. Der ist da raus. Ich finde es sowieso erstaunlich, wie lange der sich gehalten hat. Ist noch so ein großes Ding mit Stufen. Ich glaube, eins der größten Probleme ist, die überhaupt in den Garten zu kriegen. Und ich meine, wie schwer die sind. Da muss man doch bestimmt ein Wahnsinnsfundament noch machen, damit die sich nicht, wer weiß wie, absenken. Ja. So, hier haben wir Oberhöselschuhe. Weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt für Schuhwerk. Wenn man hier mal an einem Samstagmorgen vorbeikommt, ohne Corona natürlich, da ist hier schon Nahkampf. Der ist auch von innen einigermaßen groß, man glaubt es nicht. Deswegen auch der Parkplatz, das ist schon ein Ding, eine Institution. Ich habe übrigens heute 200 Abonnenten erreicht. Irre! Absolut irre! Da hinten wird gebaut. Da kommt ein großer Edeka hin. Edeka Paschmann. Oder Rhein. Da wird ja nicht alles neu gebaut. Da steht ja schon was. Hier geht es rein in die Einkaufsstraße, die Düsseldorfer Straße. Da laufen wir jetzt aber nicht lang. Und merkwürdigerweise heißt die Hauptstraße ab hier nicht mehr Straßburger Allee, sondern Düsseldorfer Straße. Die biegt hier also irgendwie um die Ecke ab. Friseur ist immer noch offen um 20.15 Uhr. Wahnsinn. Die müssen ja abends tot ins Bett fallen. Ah, falsch gezoomt. Ein Zoomfehler, ein Stockfehler. Da hinten kommt Blaulicht, oder da steht Blaulicht, das kann ich nicht erfassen. Hoffentlich machen die nicht neben mir die Sirenen dann. Hier ist ein Lampengeschäft, alteingesessen, auch hier ein Wunder, dass die sich halten. Das ist total klein, aber die müssen ihre Kundschaft haben. Ne, die stehen da, sonst wären die schon längst hier.
Hier ist die L'Osteria. Systemgastronomie. Die steht auch noch gar nicht so lange hier. Mit Außenbereich. Mit netter Beleuchtung, finde ich. An einem Abend wie heute würden die Business machen ohne Ende. Sieht toll aus von innen, ne? Klasse. Das ist ja auch ein ziemlich großes Industriegebäude, finde ich. Was das wohl früher mal war, vielleicht weiß es ja jemand. Jetzt ist es alles Mögliche. Ein Getränkemarkt ist da drin, diverse Büros. Jetzt rechts hier geradeaus, das ist Aldi Süd. Ich meine, das letzte Mal war ich hier. Im letzten Jahr bei so einem Jubiläum, ich glaube, ich weiß gar nicht, hatte ich da 50 Abonnenten oder sowas? Ich weiß gar nicht, irgendwie sowas. 50, kurz vor 100, irgendwas. Und da habe ich ja, Profi, der ich bin, meine Kamera falsch eingestellt gehabt. Statt wie sonst immer in 4K zu filmen, habe ich es gebracht in Full HD und nicht mit 60 Frames per Second, sondern mit 30 Frames per Second zu filmen. Was natürlich zur Folge hatte, dass die Schwenkbewegungen mehr als geruckelt haben. Da oben ist noch Taco, ein Deichmann und ein dänisches Bettenlager, ein Fressnapf und eine Spielhalle. Also ganz schön. Dennis Biomarkt. Trinkgut und ein Lidl. Und die Zeit hat natürlich nicht mehr alles auf. Bei Aldi Süd hat doch nur noch die Parterre auf. Und das Parkhaus da hinten hat auf. Das Parkhaus, all die Verwaltungszentrale. Aldi hier hat umgebaut, habe ich mir sagen lassen. Wenn ich das mit den Aldis der 80er Jahre vergleiche, da ist nichts mehr von übergeblieben. Ich meine, ich hätte mal gelesen, dass Aldi Nord wieder zurück zu den Wurzeln will. Wieder mehr zum Discounter, vielleicht aus Verpackungen verkaufen. Waschstraße plus selbst waschen
Rudolf Klaus Metallveredelung. Ja, das Ruhrgebiet kann seine industriellen Wurzeln nicht verleugnen. Ein gefährliches Fahrradcrossing da vorne. Eine fährt, die andere bleibt. Das sind Situationen, die können auch anders ausgehen. Auch ein altes Gemäuer hier. Aber ich bin sicher, auch dafür gibt es schon Investoren. Ja, da war ich auf dem Radweg, das war gar nicht cool. Er hat aber auch nicht geklingelt, das war auch nicht cool. Hier drüben ist ein Rewe-Supermarkt. Was haben wir hier noch? Reifen kommen. Die geizen mit ihrer Beleuchtung. Dafür haben wir eine riesen Werbetafel. Noch eine Spielhalle. Ja, Reifen kommen hier auch da. Unten rechts ein kleines Lichtlein. Nur die Spielhalle hat ihr Licht an. K-Glas. So. Da sind wir dann fast am Ende meines kleinen abendlichen Spaziergangs. In letzter Zeit werden meine Beiträge kürzer, habe ich festgestellt. Das ist gar nicht geplant eigentlich. Wunderschönes altes Haus. Da ist ein Einsatzwagen da vorne, so wie es ausschaut. Also hier haben wir noch Audi. Und hier ist das Türkis, ein Fish and Steakhouse. Und da drüben ist noch Schurgard, ein Lager. Da ist noch Gastronomie drin, wo jetzt der Einsatzwagen steht, dieses Gebäude. Oh, das hat ja einen tollen Himmel innen drin, das Türkis. Das sieht ja klasse aus. Kann man das sehen? Fantastisch, ne? Echt. Ich habe keine Ahnung, was da gerade abgegangen ist. Irgendwie hat sich die Kamera ausgeschaltet und wieder angeschaltet. Unglaublich, aber wahr. Also, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Ciao.